Bitches. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Survival Games auf The Hive. Heute spiele ich, keine Ahnung was für eine Map. Ich bin nämlich noch in der Lobby, denn ich habe ein relativ wichtiges Thema. Und zwar ist das Quitten, beziehungsweise ob ich quitte, weil, ja im Moment, sag ich mal so, macht mir Survival Games keinen Spaß mehr. Ich könnte euch jetzt natürlich sagen, keine Ahnung, dass ich die letzten 20, wie ich die letzten 20 Runden gestorben bin. Denn es war jedes Mal ein Hacker oder ein Team. Und zwar wirklich jedes Mal ausnahmslos. Und das Lustige ist, es sind eher weniger die Teams, weil ab und zu tötet man ja schon die Teams. Aber die Hacker, das ist nicht mehr normal. Es ist nicht in Worte zu fassen. Ich verstehe es nicht. Es ist so lächerlich geworden. Und vor allem, ich glaube, den Typen da, den habe ich schon mal hacken sehen. Mit demselben Optifine Cap und demselben Skin. Ich weiß nicht, ob es der Account war, aber auf jeden Fall so eine Art von Typ halt. Und ich habe halt, wie gesagt, ungefähr die letzten 20 Runden, das ist nicht gelogen, ich habe heute 20 Runden gespielt und alle konsequent verloren. Und das Lustige ist, ich spiele nicht schlecht. Ich spiele wirklich nicht schlecht. Ich treffe Rods, Bogen, keine Ahnung, was auch immer. Aber ich sterbe trotzdem einfach wegen Hackern. Und zwar so oft, dass es mir einfach keinen Spaß mehr macht. So. Problem an der ganzen Sache ist, wenn mir Survival Games keinen Spaß mehr macht, spiele ich es nicht. Wenn ich es nicht spiele, kann ich es nicht aufnehmen. Wenn ich es nicht aufnehmen kann, kann ich keine Videos machen. Bedeutet, dass ich irgendwann früher oder später quitten muss, wenn es so weitergeht. Also das ist jetzt kein endgültiges Quit-Video, aber ja, keine Ahnung, wenn es so weitergeht, dann führt da kein Weg dran vorbei, dass ich quitte. Ich sag's euch eh schon, in der Runde werde ich jetzt auch wieder durch einen Hacker sterben und das ist zu 100% sicher. Könnt ihr mir sagen, was hier... Oh, falsche Richtung. Da könnte ich mir sagen, oder, keine Ahnung, es wird eh so sein. Ja, fliegt er? Ja. Es ist so lächerlich. Es ist so lächerlich. Der fliegt da einfach hin. Leute, es ist doch nicht mehr witzig, oder? Und das ist in jeder Scheißrunde, die ich spiele, so in jeder, ausnahmslos in jeder Runde. Das macht einfach so, es macht null Spaß. Es macht weniger als null Spaß. Es macht gar nichts. Es macht überhaupt keinen Spaß. Und ich hasse es aufzunehmen unter solchen Bedingungen. Und weil Survival Games ja das ist, was ich meistens bringe, ist das Ganze natürlich, ich hoffe, dass er kein Schwert hat, ansonsten bin ich tot. Ich versuche jetzt einfach den scheiß Hacker zu wrecken. Ja, er hat natürlich ein Schwert. Dann bin ich mal weg hier. Ich hoffe mal, dass er mich nicht verfolgt, weil das wäre nicht richtig der Abfuck. Oh Gottchen, und das Witzige ist, ich reporte die Hacker auch gar nicht mehr, weil, ja, also ich habe ja diesen Report-Kanal, diesen tollen, und da habe ich auch ganz fleißig die Hands Niker reportet. Und ich kriege eigentlich von den Mods grundsätzlich die Antwort, nö, geht nicht, weil, keine Ahnung, Penis. Es gibt einfach so viele, das ist so auffällig und die werden nicht gebannt, ich verstehe es auch nicht. Und deswegen, warum soll ich mir die Mühe machen, so lange ein Video hochzuladen? So ein Report dauert ja schon scheiße lange bei mir. Wenn da eh nichts bei rumkommt, ja, okay, jetzt kommt er wieder an, ja. Was soll man denn machen? Guck mal, ich verliere 73 Punkte, guck dir meine Records an. 3000, nicht mal 3000, das ist so lächerlich, ne? Naja, also wie gesagt, ich weiß halt nicht, ob ich quitten soll. Ich tendiere zu ja, weil solche Runden habe ich die komplette Zeit. Es ist so lächerlich, ne? Jede Runde, die ich heute gespielt habe, nur sowas, wirklich. Gestern auch schon. Ich wollte vorgestern schon aufnehmen. Da waren relativ viele Hacker, habe ich mir gedacht, nimmst du gestern halt auf, ne? Auch alles voll. Es geht nicht mehr. Ich kann aber nicht aufnehmen. Punkt. Ich kann nicht. Es geht nicht. Es geht einfach nicht. Ja. Also, ihr könnt mir auf jeden Fall mal eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Weil, da bin ich auch mal ganz, fair jetzt mal. Ich möchte das nicht weitermachen unter diesen Bedingungen. Also, wenn sich da nicht durch Zufall irgendwas auf Hive ändert, dass es weniger Hacker gibt, ne? Dann lade ich keine Survival Games mehr hoch, beziehungsweise gar keine Videos mehr, weil das mit den Survival Games ist das, was ich hauptsächlich mache und das ist ein Witz, das ist gar nichts hier. Das ist, nö, habe ich gar keinen Bock zu. Tut mir leid, wenn ich jetzt ein bisschen abgefuckt bin, aber der Punkt ist einfach, ich habe heute 3 Stunden versucht aufzunehmen oder so. 3 Stunden, in diesen 3 Stunden, was hätte ich machen können? Ich wollte heute eigentlich zum Mediamarkt fahren und mir ein Weihnachtsgeschenk aussuchen. Hab dann aber gesagt, dass ich da heute doch nicht hin möchte. Weil ich halt aufnehmen wollte. Ja, hat ja richtig gut geklappt auf jeden Fall. Ich hätte auch LOL zocken können. Das hätte auch viel mehr gebracht, als jetzt hier in Minecraft Punkte zu verlieren. Ich meine, 3000, das ist so lächerlich. 3000 Punkte, mein Main-Account hat 12 mal so viele. Das ist so...
Ich habe keine Ahnung, ich habe keine Lust mehr darauf einfach. Das ist Punkt und ich weiß halt echt nicht, wenn es so weitergeht, bin ich auf jeden Fall weg, Leute. Nein, ich quitte einfach an, das ist gar nichts. Wenn ihr ein bisschen geschaut habt, dann schreibt mir doch einfach mal Hashtag. Ach, ist mir ehrlich gesagt egal, ich habe keine Lust, das Video zu bearbeiten. Schreibt mir irgendeinen Hashtag in die Kommentare, ist mir scheißegal. Tut mir leid, dass ich jetzt so abgefuckt bin, aber ist halt so. Ich bin nur ein Mensch, passiert mal. Schreibt mir mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Also nicht zu diesen ganzen Hackern, sondern ob ich quitten soll oder nicht. Weil früher oder später werde ich quitten. Jeder wird irgendwann mal quitten. Und warum nicht jetzt? Warum soll ich mich jetzt noch ein halbes Jahr quälen und auf Hive Survival Games zocken, wenn nur sowas kommt? Und es ist ja immer so. Es ist ja nicht die eine Runde, wo jetzt hier so ein Flayhacker war. Es ist in jeder Runde so, dass ich einen Flayhacker über mir sehe. Oder ein, keine Ahnung, was für ein Hacker auf eure Source sich das Stein. Es ist auch scheißegal jetzt. Auf jeden Fall, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann keine Ahnung, was in die Kommentare, juckt mich nicht. Schreibt mir mal eure Meinung. Tut mir leid, dass ich abgefuckt bin. Muss aber auch mal sein. Und ich würde sagen, haut rein, Leute. Bis bald.